Grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Fuchs und spiele heute ein Spiel namens Little Kitty Big City. Ein Spiel entwickelt von Double Dagger Studios und auch von selbigen gepublished. Und als Beschreibung steht einfach nur dran, ein friedliches Nickerchen führt zu einem skurrilen Abenteuer. So, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt alles. Aufnehmen tue das gerade aktuell schon, weil er hat keine Funktion irgendwie, als er ein Vollbild oder so macht. Es wird empfohlen, mit Controller zu spielen. Ich habe einen Controller angewählt hier. Keine Ahnung. Birsky Wired Game Controller, Modell PS4 bis 3, so ein PS3 Controller halt, und mit Kabel. Na gut, egal. Okay, schauen wir mal, ob ich die Steuerung... Okay. Wisst ihr, dass du ein neues Spiel beginnen willst? Nö, eigentlich nicht. Ich mach's einfach mal. Das Spiel ist heute rausgekommen, also von mir aus gesehen heute, von euch aus gesehen. Vom Folgenbeginn müsste es gestern sein. Ansonsten sage ich noch, das kam am 9.05.24 raus. Na gut, zwei Leben haben wir schon verloren. Wir nackeln hin und her und kommen mit unserem nächsten Leben raus. Wo bin ich? Kehre nach Hause zurück. Okay, unser Zuhause müsste das Gebäude da oben sein. Okay. Ich habe mir Aua gemacht. Ich habe da was am Arsch. So, wolle. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie... Okay, er mag nicht im Wasser reintreten. Macht ja auch Sinn. So, unser Ziel ist es, also nach Hause zu kommen. Wie kann ich sprinten? Wie kann ich gehen? Okay. R1 wäre sprinten, also vom Ding hier. L1 wäre schleichen. Okay. Was waren die anderen Tasten so? Das sieht aber nicht natürlich aus, wie da so die Beine sich so in Position schieben. Okay, mit 3 kann man mouncen. Wow. Okay. Also mit X kann ich springen. Das ist zumindest eine Sache. Was ist das hier denn? Frisbee-Scheibe? Nein. So. Ich weiß nicht viel über das Spiel. Anhand des Trailers weiß ich, dass man hier auf so einem Pflanzending hier hochklettern kann. Aber gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Was haben wir denn hier so alles? X aufheben. X wäre dann... Quadrat so gesehen. Dann kann man einen Pantoffel mitnehmen, wofür auch immer. So, jetzt erstmal mal das, was man Katzen immer so machen. Ah, okay, warte mal. Wenn ich X gedrückt halte, dann kann ich hier so einen Sprung aufladen. So. Wie komme ich denn da hier hoch? Ah, okay, wenn ich die Kante so ungefähr erwische, dann passt das schon. So, entrümpeln ansehen. Welche Taste wären das? Das ist nicht, aber ich glaube, da oben kann man durchschalten. Inventar. Nett, dass die Katze sogar an derselben Stelle steht, wo ich rausgegangen bin. Entrümpeln, zerschmettere 10 Gegenstände. Okay. Da guckt der Mimimi. Ich kann ja auch immer noch auf die Maus zurücksteuern, wenn es ist. Lass mal probieren, wie die Steuerung per Ding ist. Leer. Na gut, WASD. Na? Ja, wenn ich ja mit dem Katerchen hier rumspiele, tun meine beiden Katzen hier sich gegenseitig verprügeln. Ich glaube, ich bin mal ganz schön viel gemacht. Ist immer derselbe, wo anfängt. So. Hops. Okay,
Okay, muss jetzt nicht da hoch. Ups. Wäre ich einfach hier so ein... Wo hing der jetzt dran? Wenn die Alpha-Wand festhaken, gilt nicht. Na okay, es war nicht ganz richtig. Katz kommt doch da easy hoch. Eine Katze kommt hier easy hoch. Eine Katze kommt da easy hoch. Die will nur nicht hoch. Okay, das war der Ball. Ich wollte eigentlich gerade den Kasten hauen. Kasten hier. Was ist da mit Kasten los? Der ist voll. Viel zu tun. Runter damit. Pfotenhieb. Ja gut, Pfotenhieb. Ah, okay, es gehört zum Tutorial so gesehen dazu. Runter damit. Weg damit. So, halte springen. Gedrückt, um rüber zu jumpen. Kann ich jetzt auch wieder abbrechen, den Sprung, oder? Habe ich dann einfach verloren. Okay, irgendwie habe ich gerade abgebrochen. So. Hallo, Herr Rabe. Sehen Sie an, wenn das nicht das fliegende Kätzchen ist. Redest du mit mir? Naja, ich sehe keine anderen kleinen Katzen, die zum Spaß unschuldige Krähen in der Luft verhauen. Das warst du? Es tut mir echt leid. Es war ein Unfall, weißt du? Ein Unfall? Klingt, das weißt du, etwas mehr Flugpraxis. Aber ich kann doch gar nicht wirklich fliegen. Aber mit dieser Einstellung lernst du das auch nie. Na los, schlag mit den Flügeln und flieg mir nach. Bin ich die Krähe. So kommen wir beiden hier so. So, beide Schlagtasten gedrückt hält, dann macht ihr den. Schon gut, ich höre schon auf, dich hinzuquälen. Ärgern. Na, der Sprung war nicht so genial. Man muss also immer so einen gedrückten Sprung machen, wenn er jumpen will. Kann wahrscheinlich unten durch. Werde ein Künstler. Komm, streichel mich. Schubsen. Na, siehst du, freut er sich doch. Das wird nicht funktionieren. Aber so zwischen die Beine durch. Werde zum Künstler. Er hat nichts dagegen, dass ich sein Farbding hier stehle. Aber ich möchte gerne den Büchse hier drauf haben. Nein, zu weit geworfen. Mr. Mann! Mr. Mann! Werde ein Künstler. Oh, habe ich sogar geschafft. Ach so, weil der Kübel jetzt leer ist, oder was? Ja, der ist leer. Mist, jetzt siegt er genau drauf. So, jetzt liegt er hier schön drauf. Hier, gucken Sie mal. So, wissen Sie, wie ich ganz schnell ganz viele Fußabdrücke machen kann? So. So. Wie geht's weiter? Zum Ziehen. Und kriechen. Aber wie ziehe ich den jetzt? Okay, Moment, ich muss so hin. Zieh! So. Und dann gehen wir hier nach draußen. So, wo sind wir jetzt? Hier.
Aber wir schießen einfach mal ein Tor. So. Jetzt Netz gegangen. 1 von 4. Mit Sprint. Ja gut, ich muss gerade nicht sprinten. Ich möchte gerade nicht sprinten. Mal sehen. Ist ja ziemlich nett gemacht eigentlich bis jetzt. Außerdem brauche ich hier noch, wie wir nach Hause kommen. Wir müssen ja da irgendwo, ist das Gebäude, wo wir hoch müssen. Das ist eine Gummiente. Komm, die bringen wir ins Wasser. Schon gut, schon gut. Du musst nicht rein, die Ente muss rein. Na komm, nehmen wir mal mit. Das ist unser kleiner Freund jetzt. Easy durch, der Kleine hier. So, dann kriegt man hier noch durch. Es ist versperrt. Oh, da ist eine Kiste im Weg. Dahinter glänzt noch irgendwas. Zwei Sachen. Den Enterich nehmen wir natürlich mit. So, oh, da glänzt auch noch was. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Oh, da ist Mr. Crow. Huch. Hey, seid leise da drüben. Finde Krähe. Im Ernst, diese Hunde denken, die Straße gehört ihnen. Ah, da bist du ja. Warum hast du so lange gebraucht? Hast du vergessen, mit den Flügeln zu schlagen? Ich habe keine Flügel. Was? Wie bist du dann geflogen? Bin ich nicht. Ich bin gefallen. Ich bin von meinem Platz am... Ich bin von meinem Platz am Fenster heruntergefallen und bin hier unten. Aber wenn du nicht fliegen kannst, wie willst du dann wieder hochkommen? Oh oh. Ein ziemliches Schlamassel, nicht wahr? Lass mich mal nachdenken. Ich hab's. Wie wär's mit diesen Möchtegern fliegen? Von euch flügellosen Kreaturen. Das mit Schnaufen, Keuchen und Krallen. Du meinst Klettern? Habe ich doch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich genug Energie habe zum Klettern. Ich war schon hungrig, als ich gefallen bin. Aber wenn ich freundliche Kerl zufällig einen köstlichen Fisch hätte? Wirklich? Dann bringen wir uns in das vertraute Krähen-Territorium. Angebot und Nachfrage. Für 25 Schrauben und Büroklammern, Blinkies, kann ich dir einen leckeren Fisch voller Energie geben. Was ist ein Blinky? Willst du auch wissen, was Blinkies sind? Schön an den Dingen, die überall versteckt sind, in den Büschen, auf Vorsprüngen, sogar unter Verkehrskegeln. Die können leuchten, oder? Und sie sind wertvoll? Wertvoll? Sie sind unbezahlbar. Soll ich sie noch nicht besser behalten? Sagte ich unbezahlbar, ich meinte wertlos, sogar gefährlich für jeden, außer für Krähen. Eigentlich dürften sie nicht einmal so in der Stadt herumliegen. Jemand könnte sich verletzen. Also wenn du 25 Blinkies sammelst, kann ich sie verantwortungsvoll entsorgen. Wir werden Helden sein. Dann bekomme ich einen Fisch? Ja. Dann bin ich dabei. Okay, Blinkies finden. Ich würde nur so ganz dicht dran gehen. Ich versuche mal, mich mit dieser merkwürdigen Kreatur zu unterhalten. Ja, okay, er scheint nicht darauf zu reagieren. Die Kleinen nehmen wir natürlich mit. Okay, wir müssen Blinkies sammeln. Also... Schrauben und Büroklammern. Da wäre doch zum Beispiel was. Eine kleine Ente wartet hier. Wow. Also der war mir so hochgehüpft. Schmeißen wir die hier runter. Und hops. Okay. Ich habe einen Blinky gefunden. Blinky Bill. Noch ein Blinky. Blinky, blinky, kleiner Stern. Ich glaube, das wird ein bisschen zu weit sein, oder? Ich habe doch heute erst schon zwei Leben verloren.
Apfelmütze. Lieber hat man ein süßes Kätzchen im Apfel als einen Wurm. Okay, so kann man auch nachgucken. Katzenritter. Oh Gott. Kann ich auch wieder ablegen? Entfernen. Ich will einer Katze sowas nicht antun. Ziehen. Na? Na? Aha. Ein Kronkorken. So. Wo sind wir denn hier? Offenbar irgendwo in China, würde ich mal behaupten. Chinatown. Ist in New York? Das sage ich auch dazu. So. Ah, da ist noch mein Blinky. So, tun wir ein bisschen duschen. Okay, tropft einfach durch. Ich dachte vielleicht, hier geht die irgendwie mit der Katze. Hey, gib mir dein Sandwich. Ah, aufpassen, da ist Wasser. Ich hab sein Sandwich. Yum, 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 yum. Kann ich das jetzt nicht essen irgendwie? Ich meine. Der hat ein Foto von mir gemacht. E-Prominenz. Alter! Hab ich voll gehauen. Nimm das, du Sack. So. Ich werde aber probieren, so einen Vogel zu fangen. Ach, guck mal, der frisst das Brot. Ach, Mist. Hier jemand eine Sprite? Sprite Zero? Da ist eine Katze mit einer Sprechblase drauf. Hallöchen. Ein neues Gesicht. Bist du hier, um die Vögel zu sehen? Ich war noch nie so nah an ihnen dran. Nicht ohne eine Scheibe dazwischen. Ah, eine Hauskatze. Das erklärt alles. Kann ich noch näher an sie heran? Ja, kannst du. Kannst du sogar halten. Die Kunst besteht darin, sich an sie, LB, heranzuschleichen, ohne sie zu verschrecken. Und dann springst du. Das kam überraschend. Das sind die besten Sprünge, immer Kleines. Aber sie sind sehr vorsichtig. Vor einer kleinen Katze nehmen sie sich sicher in Acht. Aber es gibt noch eine Brotstrategie. Die Brotstrategie? Die Brotstrategie. Die Brotstrategie? Die Brotstrategie. Die funktioniert folgendermaßen. Erstens Brot allein. Zweitens Vögel mit Brotködern. Drittens springen. Ah, okay, ich hab's verstanden. Brot plus Vogel gleich fangen. Aber hast du etwas Brot, das du mir allein kannst? Leider nicht. Brot kommt von den Menschen, nicht von Katzen. Sie haben es in ihren Taschen, ihren Aktenköpfen und sogar in ihren geballten Händen. Gehört es dadurch ihnen? Vorübergehend schon, aber es könnte dir gehören, wenn du die Kunst des Fußstreifens lernst. Die Kunst des... Streife einfach die... Aha, okay. Streife einfach ihre Füße, indem sie an dir vorbeigehen. Achso, es ist Angreifen einfach nur. Vielen Dank für den Ratschlag. Dachte, es passiert irgendwas. Dachte, es passiert, wenn die nicht sprinten und. Oh, guck mal, das ganze Brot ist schon weg. Wenn ich sprinten und schleichen gleichzeitig gedrückt halt. Du hast kein Brot für mich, oder? Irgendwie kommt ja auch kein Vogel mehr. Das ist einer auf dem Auto. Oh, da ist einer. Jetzt langsam springen. Ja, das hat ja super geklappt. Und hups. Erwischt. Fang einen Vogel. Haben wir gut gemacht. Oh, da oben.
Oh, da kommt doch einer. Ja, also sonst irgendwas machen, es ist einfach nur so just for fun. Und hops, Erfahrungspunkte sammeln. Miau. Hallo. Streichelst du. Oh, der hat eine Feder verloren. Eine Feder haben wir bekommen. Schön. So, jetzt warte ich hier hoch. So, jetzt warte ich hier hoch. So, jetzt wollte ich hier hoch. So. Hab ich schon gefragt, ob es so doof ist, da hochzuklettern. So. Fangen Sie mich auf! Hoppala. Aber ich bin jetzt hingefallen, ne? Da rennt er jetzt einfach. Was willst du jetzt eigentlich noch zu sagen? Ich habe es geschafft. Du bist schneller, als du aussiehst. Danke, schätze ich. Ich schätze, dass du ihn freigelassen hast. In dieser Gegend lassen wir sie immer frei, was wir fangen. Was hätte ich sonst mit ihnen machen sollen? Ha. Ja. Eben. Übrigens, behalte ruhig die Federn. Ich habe gehört, dass manche Tiere sie sammeln. Bist du sicher, dass die Vögel damit einverstanden sind? Weißt du was? Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Aber nach den Gespringen bist du sicher etwas angespannt. Versuch mal diese Entspannungstechnik. Recken und strecken. Ich recke mich und strecke mich. Du kannst sie anwenden, indem du Y gedrückt hältst. Okay, und wo ist das auf der PlayStation-Controller? Wir sehen uns, Kleines. Achso, drei gedrückt halten. Ich sitze. Ich bin voller Gefühle Errungenschaft freigeschaltet. Benutze ein Emote. Okay, was haben wir noch? Recken und checken. Kurz mal hinlegen. Ah, ein bisschen chillaxen. Dann wird er gleich müde hier, richtig. Und so, und das andere ist Recken und Strecken. Na, da geht's einem jetzt richtig gut. So. Gut, dann gucken wir mal, was gibt's denn hier noch? Energy Drink. Mal sehen. Also wir müssen Federn sammeln, wir müssen... Hier ist ein Tor, ist hier irgendwo ein Ball? Dose vielleicht. Warte mal. Leg mal einfach mal die Dose rein. So. Okay, die Dose ist drin, aber... Ist nicht richtig. Hier muss irgendwo ein Ball sein. Bleib am Ball, hier ist ein Ball irgendwo. So. Na, ganz vorsichtig. Na, hallo. Warte mal, wer hier ist. Komm, ich leg mich mal zu ihm dazu. Okay, lass mal in Ruhe. So, da liegt ein Vieh? Nee, doch kein Feder. Ach, hier ist der Ball. Raus, du Ball. Na? Jetzt mit dem Fuß hier, nochmal den Fuß hier, dann den Fuß. Da steckt einer im Rohr. Da hinten. So. So, dann kommt er hier hin, dann hier hin und immer schön weiter. Immer schön dribbeln, immer schön Beinarbeit. Na, ich dachte, vielleicht könnte ich mit dem Kopf einfach. So. Schön auf Beinarbeit achten. Los, mein kleiner Freund da oben, pass! So. Na. Na. Na.
Ich sollte ja nach Hause gehen. Oh, die macht sich doch bestimmt schon Sorgen. Hurra! So. Aber ist ja auch erledigt. Da ist ein... Kommen wir zu dem irgendwo hin, dass er so feststeckt? So. Ich wollte jetzt von der Seite reingehen. Aufheben. Ich habe eine Schere. Fallen lassen. Reden. Ja, gleich habe ich's. Nur noch ein Stück. Ja, ja. Und jetzt raus hier. Oh oh. Alles okay da drin? Das war im Moment ja. Es war so leicht reinzukommen. Deshalb dachte ich, es rauskommt, geht auch wieder einfach. Dann bleibt helfen. Lass mich nochmal selbst versuchen. Du musst deine Füße gegen das Rohr stemmen. Ich glaube, sie sind müde. Jetzt kannst du mir helfen, bitte. Wenn ich von hier drinnen drücke, kannst du dann draußen ziehen? Rette Fragezeichen aus dem Rohr. Plopp. Vielen Dank. Gern geschehen. Was hast du denn da drin gemacht? Ich habe nach Federn für meine neue Erfindung gesucht und habe etwas in dem Rohr funkeln sehen. Ich nahm an, dass es sich um eine berühmte Gecko-Gedenkmedaille in der seitenverkehrten Sammler-Edition handeln musste und naja, ich ging hinein. Okay, warum hast du das gemacht? Ich habe den Erfolg mit meinen Gedanken manifestiert. Hat es funktioniert? Nein. Aber stell dir vor, es hätte funktioniert. Und was wolltest du mit diesen seitenweisen Sammelgecko-Dingsbums? Ach du Scheiße. Was hat die Medaille mit diesem seltsam auf den Kopf stehenden Prägefeder, der Gecko wie ein kosmisches Seeungeheuer aussehen lässt, der radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist, anstatt den großen Gecko der radioaktiven Strahlung ausgesetzt ist? Was? Der Gecko wie ein kosmisches Seeungeheuer aussehen lässt, das radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist, anstatt wie ein großen Gecko. Achso, okay. Die Gänger sind Vermögen wert. Aber stellte sich heraus, dass es ein ganz normales Blinky war. Und dann steckte ich fest. Willst du es haben? Ja, bitte. Ja. Yeah. Dankeschön. Hattest du gesagt, dass du eine Erfinderin bist? Ach, das ist ein Mädchen. Ja, irgendwie schon. Ich bin eine magische Ingenieurin. Halb Hexe, halb Erfinderin, halb Wissenschaftlerin. Drei Hälften? Eine von ihnen lebt in einer magischen Dimension. Sie, naja, ich kann quadratische Gleichungen in ihren Kopf berechnen. Wobei letzteres wirklich ganz schön unverschämt ist. Ich bin eindeutig ein Tanuki und kein Waschbär. Was ist ein Waschbär? Eine Art Bärenfuchs mit einem langen, gestreiften Schwanz. Manche behaupten, er sähe aus wie ein Tanuki, aber das finde ich nicht. Woran arbeitest du jetzt gerade? Ah, das ist ziemlich aufregend, deshalb brauche ich ja die... Moment. Riechst du nicht nach auch Federn? Oder riecht eine Feder überhaupt? Du hast irgendwo Federn bei dir. Ich weiß es, ich weiß. Himmel, wo... Weiß der Himmel, wo du sie aufbewahrst? Die hier? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich brauche drei Federn. Hast du drei? Noch nicht. Mist. Okay, sag mir Bescheid, wenn du drei hast, dann kann ich dir zeigen, wie ich mit ihrer Hilfe Raum und Zeit krümme. Wird gemacht, Boss. Chefin. Diesen Kanaldeck habe ich schon mal gesehen. Vielleicht schaltet man hier irgendwie eine Art Schnellreise frei. Ab in den Karton. Hops. Man kann mich nicht sehen. Hineinspringen. So, ab in die Kiste. Ich bin Solid Snake. Niemand kann mich sehen. Wir beobachten alles genau von hier aus. Niemand kann uns sehen. Niemand reagiert auf uns. Okay, raus jetzt. Ah, Moment, kann ich da oben vielleicht auch hin?
Irgendwie hat man hier sehr wenig Möglichkeiten, in die Höhe zu springen, hauptsächlich in die Weite irgendwie. Also nicht, Katzen können ja eigentlich sehr hoch springen, wenn ich mir meine Sonne sehe. So. Ja, okay, verstehe. Ich muss hier oben die Brücke nehmen. Über 7 Brücken musst du gehen. Oder wahlweise über 4, wie hier halt. So. Ich habe einen Blinky gefunden. Blinky Bill. Na. So, und noch einer. So, 3 Vögel müssen wir erwischen. Das heißt, wir brauchen noch 2. Das heißt, der hier ist gerade recht schön da und wartet auf mich. Eigentlich sogar 2. Miau. Hurra, Fidal. Okay, eine brauche ich noch. Man sollte ja nicht schwer zu finden sein. Vorsichtig. 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 Ich bin an was reingetreten. So. Aber diesmal kriegen wir einen. Hab dich. Und die Feder nehme ich mir auch gleich. So. Perfekt. Dann bringen wir das mal unseren Ranuki oder wie das Ding hieß. Hallöchen. Oh, wie aufregend. Gib sie mir. Gib sie mir. Oh, wo sind meine Manieren? Bitte gib sie mir. Klar. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Jetzt möchtest du eine coole Erfindung sehen, die in die Raumzeit kommt. Erstaune die Magie der magischen Ingenieurkunst. Tolles Portal, was? Rate mal, wohin sie führt. In die Kanalisation? Nicht mehr. Diese grelle, wirbelnde Leuchten sind die bloßen Kanalisationsdämpfe. Es ist Magie. Und das bedeutet, dass sie Teil der Patchwork-Trademarks sind. Meinst du Netzwerk? Meine ich nicht. Es ist ein Netzwerk, aber es ist für dich ein Haustier. Führt die so hin? Also, es ist nur ein Beweis, dass es funktioniert. Also führt er eigentlich nur da rüber. Aber er führt an diesen Zaun vorbei. Daher solltest du deine Bewunderung nicht zurückhalten. Spring rein. Reinspringen. Und gib mir Bescheid, dass es funktioniert. Wow, so viele Farben. Ich schreie um panisch um Hilfe. Moment, was? Tada! Ich hab Tada gesagt. Ist das mein Stichwort? Hey, wo bist du? Naja, es ist völlig dunkel und es riecht aufregend. Hört sich das nach einem Ort an? Völlig dunkel? Oh je, ich schaue meinen Feedback-Fragebogen nach. Okay, mal sehen. Frage 1. Ist die Versuchsperson im Besitz deiner eigenen Augäpfel? Warum sollte ich keine eigenen Augäpfel haben? Das deute ich mal als ja. Frage 2. Ist die Versuchsperson im Besitz aller erforderlichen Gliedmaßen? Es gibt nicht erforderliche Gliedmaßen? Mir scheint, die Versuchsperson wird langsam unkooperativ. Warum bewegst du dich nicht etwas, um wir sehen, ob das die Frage mit den Gliedmaßen beantwortet? Wo bin ich? Oh, du bist in einem Mülleimer gelandet. Warum fragst du das nicht? Warum hast du das nicht früher gesagt? Im Mülleimer? Das ist mir so vertraut vorgekommen. Nicht wie meine Wohnung, in der ich lebe. Das ist sehr aufregend. Es bedeutet, dass das Patchwork-Trademark funktioniert. Ich muss nur das Ankunftssystem ein bisschen verfeinern. Wenn du damit fertig bist, steige ich ein und komme zurück. Zurückkommen? Zurückkommen. Verstehst du? Rückreise? Die Rück? Was? Der Teil, bei dem ich beim ersten Portal zurückkehre, Tanuki.
Simian? Ja, ich verstehe, weshalb es nützlich sein kann. Vor allem nur lacht. Vor allem, wo du jetzt auf der anderen Seite dieses unüberwindbaren Zauns bist und so. Na gut, ich mache mich an die Arbeit für diese Rückreise. Und du kannst dich etwas umschauen. Was glaubst du, wie lange das dauern wird? Meiner Erfahrung nach gibt es wenig Beschwerden, wenn ich keine Fristen vereinbare. Ich meine mich, wenn die Verbesserung ein Versprechen, eine Laborhilfe erfordert. Tschüss. Da hat er eigentlich recht mit den Fristen hier. Wenn ich bedenke, das Spiel sollte heute eigentlich um 3 rauskommen, dabei ist es um 6 Uhr rausgekommen. Der Timer ist abgelaufen, Diskussionen haben auch die ganze Zeit gesagt, hey, wo ist das Spiel und Dinge halt. Die hätten auch keinen Frist machen müssen, hätten sie sich einen Haufen Ärger gespart. Aber gut, egal. Ich habe erwarten können. So, auch wir haben die Folge bereits überschritten. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Little Kitty Big City wieder. Ich bedanke fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und ein Like und Kommentar da lasst. Hast du noch was zu sagen? Ihr habt ihn gehört. Also, bis dann. Tschüss.